Hallo, liebe Oldtimer-Freunde. Heute soll es um LED-Lampen im Oldtimer gehen. Ich habe da bereits einen Film bei mir auf dem Kanal, den ich vor einiger Zeit mal veröffentlicht habe. Da ging es allerdings um den Ersatz der 21 Watt Birnen, die mit dieser, ich glaube, BA15S-Fassung, die man also typischerweise beim Blinker, beim Bremslicht oder beim Rückfahrscheinwerfer im Einsatz hat. Und bei der Aktion bin ich bisher nicht erfolgreich gewesen. Ich habe also schon zweimal entsprechende LED-Lampen gekauft. Das zweite Mal dann nur aufgrund einer Empfehlung aus der DKW-Szene. Und auch beim zweiten Mal musste ich leider feststellen, dass diese Lampen deutlich dunkler waren als die Originalglühbirnen, sodass ich sie nicht eingesetzt habe. Heute soll es allerdings um die Frontscheinwerfer gehen. Ich habe bei allen meinen Autos diese Halogenlampen im Einsatz mit dieser R2-Fassung. Und alle meine Autos haben auch 12 Volt. Das heißt, die Lichtausbeute ist durchaus okay. Und der Grund, warum ich mich mit dem Thema beschäftige, ist das Thema Strom zu sparen. Alle meine Fahrzeuge haben noch Gleichstromlichtmaschinen, während das hier beim Engländer, beim Versorb, relativ einfach wäre, den auf Drehstrom umzurüsten. Ist das beim DKW, beim F12 nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und hier beim P70 eigentlich gar nicht möglich. Das führt speziell bei den Zweitaktern zu einem speziellen Problem. Die meisten Zweitakt-Oldtimer sind mit einer Freilauffunktion ausgestattet, was bedeutet, dass die Kraft unterbrochen wird, sobald man vom Gas geht und der Motor in den Leerlauf geht, in das Standgas, in den Standgasbetrieb, währenddessen das Fahrzeug weiterrollt. Das hat bei Fahrzeugen mit Gleichstromlichtmaschinen allerdings den Nachteil, dass es zur Stromunterversorgung kommt, weil diese Gleichstromlichtmaschinen in aller Regel erst so bei ca. 1500 Umdrehungen ausreichend Strom produzieren. Und man dann im Standgasbetrieb, ob nun während der Fahrt oder tatsächlich bei stehendem Fahrzeug, die Ladekontrollleuchte brennen hat. Hat man nun eine ganze Reihe anderer Verbraucher im Einsatz, also zum Beispiel Licht, Scheibenwischer oder auch eine elektrische Wasserpumpe, wie ich sie hier aktuell ja auch im P70 fahre und wie ich sie auch einige Jahre im F12 gefahren bin, dann kann das dazu führen und hat auch bei mir schon dazu geführt, dass so nach und nach der Ladezustand der Batterie immer schlechter wird und die Batterie irgendwann leer ist. Beim F12 hat sich das Ganze etwas gebessert, seit ich dort auf eine mechanische Wasserpumpe wechseln konnte. Aber hier beim P70 ist die Situation eigentlich immer noch so. Und deswegen möchte ich gern mal testen, wie das Ganze mit LED-Frontscheinwerfern funktioniert. Weil derjenige, der die LED-Lampen verkauft, verspricht eine Leistungsaufnahme von ca. 18 Watt, was also gerade mal noch die Hälfte im Vergleich zu den Halogenbirnchen ist, die ja mit 40 und 45 Watt angegeben sind. Hier sieht man nun diese LED-Lampen. Ich habe das Ganze auch nur unternommen, weil ich von einem guten Oldtimer-Freund eine Empfehlung dafür bekommen habe, der diese Lampen allerdings in 6 Volt schon eine Weile fährt und sagt, dass die Lichtausbeute deutlich höher ist. Und deswegen habe ich jetzt aktuell nur 2 Exemplare bestellt und will sie beim P70 testen. Sollte das Ganze vernünftig funktionieren, gut aussehen, dann wäre das natürlich eine Option für alle Fahrzeuge von mir. Als erstes müssen wir dazu den Frontscheinwerfer des P70 demontieren. Der Aufbau von diesen Scheinwerfern ist etwas eigentümlich. Zumindest ist mir so eine Konstruktion noch nicht untergekommen und ich will hier mal zeigen, wie das beim P70 aussieht. Als erstes muss der Chromring zusammen mit der
Streuscheibe entfernt werden. Der wird hier unten mit einer Schraube gehalten und ist hier oben eingehangen. Da es ein sehr altes Fahrzeug ist, haben wir hier noch Synchronlicht. Asynchronlicht gab es zu der Zeit noch nicht. Man kann andere Streuscheiben hier einbauen von der MZ. Die haben aber den Nachteil, dass sie hier über diesen Chromring nach vorn überstehen. Und das sieht nicht besonders schön aus. Die wären allerdings dann mit Asynchronlicht. So, wir sehen, dass die Streuscheibe hier mit dem Lampenring verbunden ist. Und am Fahrzeug selber nochmal wie ein separater Scheinwerfer verbaut ist, der hier auch eine separate Scheibe trägt. Hier gab es nun verschiedene Ausführungen und ich hatte Glück, dass ich die Ausführung mit der bombierten, also der gebogenen Scheibe bei mir finden konnte. Ich habe also auch sehr, sehr viele dieser Scheiben, die einfach gerade sind. Die geraden Scheiben haben aber den Nachteil, dass der Abstand zwischen Scheibe und der Aufnahme der Fassung zu gering gewesen wäre, um hier diese Halogenlampen zu verbauen. Mit der bombierten Scheibe funktioniert das Ganze aber. Der Scheinwerfer, dieser innere Scheinwerfer, wird hier von diesen federbelasteten Schrauben gehalten, mit denen man das Licht einstellen kann und hat hier unten einen Drehpunkt, was also dann wieder ähnlich wie andere Scheinwerfer funktioniert. Ja, hier hinten ist jetzt eine ganz normale Fassung, die hier mit diesem Drahtbügel gehalten wird. Und wenn ich diese Fassung jetzt abnehme, die trägt auch das Standlicht, dann kann ich die Halogenlampe entnehmen. So, von hier aus rechts jetzt mit LED-Lampe, links noch die Halogenlampe. Vorher mit Halogenlampen. Ja, und nachher. Es hat jetzt doch eine Weile gedauert, weil bei dem einen Scheinwerfer die Einstellschraube aus dem Gewinde rausgerutscht war. Das heißt, ich werde mir noch mal eine Möglichkeit suchen müssen, um die Scheinwerfer einzustellen. Der erste Eindruck ist, das Licht ist deutlich heller und ich hoffe auch, dass der versprochene Gewinn an weniger Stromverbrauch am Ende zu Buche schlägt. So viel hier zum Wechsel der Halogen R2 Frontlampen in LED-Lampen. Ich werde mal schauen, wie das jetzt im Fahrbetrieb sich auswirkt, wie die Ausleuchtung der Straße ist und werde dann entscheiden, ob ich die anderen Fahrzeuge auch entsprechend umrüste.